Hallo ihr Lieben, vor einiger Zeit habe ich mir mal etwas für die Erstellung von Vorzeichnungen ausgedacht. Nicht jeder von euch ist auch ein begnadeter Vorzeichner oder hat vielleicht Probleme damit. Und dafür habe ich mir etwas ausgedacht, wie ihr euch relativ einfach eine Vorzeichnung erstellen könnt. Und zwar braucht ihr einen solchen Karton. Der kann auch noch höher sein, muss nicht unbedingt diese Höhe haben. Und dazu, ich brauche ja für die Erstellung meiner Videos solche Spotleuchten. Und diese Spotleuchten könnt ihr dazu verwenden, beziehungsweise ich verwende die dazu, um meine Videos eben auszuleuchten. Und eine solche Spotleuchte kann man auch verwenden, um Vorzeichnungen zu erstellen, indem man sie falsch rum hier reinlegt. Und das nächste, was man dazu benötigt, ist eine Glasscheibe. Es gibt natürlich eine, die ganz ist, nicht wie meine, aber meine reicht mir vollkommen aus. Als Beispiel nehme ich mal dieses Motiv hier mit diesem Wolf und der Adler, der ist natürlich ja nicht drauf und der Mond. Was natürlich nicht funktioniert ist, meistens, wenn er das hier drauf legt, und es ist ein Zeitungsdruck oder irgendein Druck aus einer Illustrierte, habt ihr auf der Rückseite auch noch jede Menge, was dann einfach stört. Dazu ist es eigentlich erforderlich, also ich mache es so, ich erstelle mir dann erstmal eine Kopie von meinem Motiv, was ich dann mir vorzeichnen möchte. Und dann belege ich dieses ganze Motiv mit einem Papier, das ist ein Graviger-Papier. Das Ganze fixiere ich und dann zeichne ich mir das Ganze hier auf diesem kleinen Leuchtdicht vor. Im nächsten Schritt muss dann dieses Grafikerpapier auf der Vorlage fixiert werden. Und zwar ist hierbei ganz wichtig, wenn ihr es seitenrichtig haben wollt, genauso wie es jetzt ist, müsst ihr es seitenverkehrt vorzeichnen. Warum das so ist, erkläre ich euch später. Zuerst fixiere ich jetzt das Ganze und dann erstelle ich mir die Vorzeichnung. Beim Fixieren ist ganz wichtig, ich habe das jetzt mit Tesafilm hier oben fixiert, dass ihr nur oben fixiert und sonst nirgendwo. Unten bleibt das offen. Wenn man das unten fixiert, tut sich das mit der Zeit hier stoßen und dann gibt es Wellen und dann wird das Ganze ungenau. So liegt es jetzt ganz sauber auf und kann jetzt die Vorzeichnung erstellen. Meine Lichtquelle habe ich jetzt eingeschaltet und ich beginne jetzt hier diesen Wolf vorzuzeichnen mit einem mittelharten Bleistift, der sich später gut durchdrückt, damit ich die Vorzeichnung auf den Malgrund bekomme. Braucht also nur die Linien hier nachzufahren, müsst natürlich darauf achten, dass ihr genau seid. Ich habe also jetzt beispielhaft hier nur ein kleines Stück von diesem Adler da mal vorgemalt. Jetzt trenne ich mir das Ganze wieder auf und fixiere es dann auf meinen Malgrund. Nochmal zur Erinnerung, die Vorzeichnung war seitenverkehrt. Und jetzt fixiere ich mir das Ganze, meine Vorlage, seitenrichtig auf mein Motiv. Also es soll ja so aussehen. Jetzt habt ihr die Bleistiftstriche auf der Rückseite. Mit einem Falzbein reibe ich mir jetzt meine
vorgezeichneten Striche auf meinen Original-Malgrund dann auf. Ihr könnt auch jeden anderen Gegenstand nehmen, der rund ist und das Papier nicht verletzt, mit dem man eben die gesamte Vorzeichnung, also diese Striche hier, auf den Malgrund durchdrückt. Jetzt habe ich alle meine Linien hier durchgedrückt. Und siehe da, auf meinem Malgrund habe ich alles richtig und seitenrichtig und genau exakt dargestellt. Jetzt könnt ihr also dann euren Malgrund maskieren und dementsprechend dann ein Motiv brushen. Ganz wichtig ist diese Vorgehensweise zum Beispiel, wenn ihr ein Porträt brushen wollt, weil da kommt es ganz genau drauf an, dass die Nase, der Mund und die Augen 100% stimmen, um diesen Wiedererkennungseffekt der Person zu haben. Bevor ich es vergesse, hier nochmal die Begründung, warum ich das Ganze seitenverkehrt aufgemalt habe. Wenn ich jetzt diesen Wolf hier so aufgemalt hätte, und würde ihn nachher übertragen wollen auf mein Papier, dann wäre der Wolf natürlich seitenverkehrt auf dem Malgrund gelandet. Und das wollen wir ja nicht. Also wichtig ist, wenn ihr euer Motiv genauso wie es darstellt haben wollt, müsst ihr also das Ganze immer seitenverkehrt aufzeichnen. Genau so, wie ich es gemacht habe. Und dann bekommt ihr ihn nachher seitenrichtig auf euren Malgrund. Hier noch ein kurzer Hinweis zu meiner verwendeten Spotleuchte, die ich ja auch zum Filmen nehme. Wer sich so etwas anschaffen will, die kosten wirklich nicht viel Geld. Das sind Dioden, die hier leuchten. Und das Ganze wird mit einer Batterie geladen, die man hier entfernen kann und kann sie dann an der Station, die dabei ist, dann das Ganze laden. Und ich rate dazu, immer wenn ihr das Gerät nicht verwendet, die abzuklemmen, damit sie sich nicht entlädt. Hier wird sie einfach draufgesetzt, aufgeschoben und schon ist sie wieder einsatzfähig. So viel zu dieser Geschichte. Ich hoffe, das hilft euch weiter, exakt genaue Bilder zu brushen.